Achtung! Die Montage sollte ausschließlich von einer autorisierten Fachwerkstatt übernommen werden. Lösen Sie alle Schrauben des Auspuffs, bis dieser so locker ist, bis Sie an alle Schrauben des Getriebedeckels gelangen. Ziehen Sie die Abdeckung des Baudenzugspanner weg und öffnen Sie danach den Servicedeckel des Primärgehäuses. Lösen Sie die Konterung und lockern Sie die Einstellschraube. Entfernen Sie alle Schrauben des Kupplungsdeckel und entnehmen Sie das originale Kupplungssegment mit Hilfe einer Sprengringzange. Entnehmen Sie den Bolzen des Kupplungshebel und bauen Sie diesen aus der Armatur. Drücken Sie das Ende des Baudenzugs vom Kupplungsgehäuse raus, bis dieses aus dem unteren Teil des Baudenzugspanners rauskommt. Lösen Sie die Klemmung des Baudenzugspanners mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers und entfernen Sie das Teil vom Baudenzug. Entfernen Sie den roten Clip. Schneiden Sie in das schwarze Teil einen Schlitz mit Hilfe einer Handsäge. Achten Sie darauf, den Baudenzug nicht zu verletzen. Entfernen Sie die Feder. Bei Touring-Modellen kann diese einfach abgezogen werden. Bei Softail-Modellen muss diese aufgeschnitten werden. Montieren Sie nun die Müller Clutch Control. Nehmen Sie die drei zusammengeschraubten Teile der Clutch Control und stecken Sie diese an den oberen Teil des Baudenzugs. Stecken Sie nun das längliche Rohr mit den drei Teilen zusammen und fädeln Sie das untere Stück des Baudenzugs ein, bis dieses am Verbindungsstück einrastet. Drücken Sie die Fixierung mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers in Position. Nehmen Sie nun Ihre neue Power Clutch 2.0 und verbauen diese in den Kupplungsdeckel. Die drei Kugeln vom originalen Kupplungssegment werden weiterhin verwendet. Montieren Sie den Kupplungsdeckel wieder an das Gehäuse. Achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht vergessen wurde. Bauen Sie den Kupplungshebel zurück an die Armatur. Nun kommen wir zur Grundeinstellung. Drehen Sie zuerst die Einstellschraube mehrere Umdrehungen in das Gehäuse und betätigen Sie 2 bis 3 Mal den Kupplungshebel. Lösen Sie danach die Einstellschraube, bis diese komplett spannungsfrei ist. Drehen Sie nun die Einstellschraube wieder ins Gehäuse, bis Sie den ersten Widerstand spüren. Öffnen Sie danach die Schraube wieder 1/4 bis 1/2 Umdrehung. Dies kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein. Kontern Sie danach die Einstellschraube. Die Einstellschraube sollte nach dem Kontern leichtes Spiel aufweisen. Stellen Sie nun das Spiel am Kupplungshebel mittels der Müller Clutch Control ein. Das Spiel sollte 1 bis 1,5 mm am Hebel betragen. Sobald alles eingestellt und gekontert ist, können Sie den Hub mittels einer Messuhr prüfen. Dieser sollte für eine ideale Funktion 1,6 mm betragen. Fixieren Sie nun die Kontermutter an der Clutch Control. Schließen Sie nun den Servicedeckel des Primärgehäuses. Und ziehen danach die Abdeckung über die Müller Clutch Control. Testen Sie noch auf der Hebebühne, ob Sie die Gänge sauber schalten können. Falls Sie den Leergang nur schwer schalten können, muss die Grundeinstellung nochmal angepasst werden.
Viel Spaß und allzeit gute Fahrt mit Ihrer neuen Power Clutch 2.0.